Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Dragon Quest 8. So, wir sind mittlerweile in Folge 10 und ich habe nichts gemacht. Ich habe eine kleine Pause gegönnt. Und ich wollte nochmal zurück ins Schloss. Ich möchte gerne erfahren, ob mir irgendwas von den Angestellten was raus, weil ich ja einfach durchgerannt bin, ein bisschen zerdeppert habe, ein bisschen geplündert habe, um sozusagen nur mit den Personen geredet habe, die ja da sind. So. Da ich weiß, dass hier vorne eine ist, genau, da. Willkommen. Okay, dann nicht. Wenn euch das ein bisschen zu schnell geht, dann müsst ihr einfach sagen, dann lasse ich den Turbo aus. Aber so geht das eigentlich ganz gut. Okay, ja, ihr Bruder ist tot, das wissen wir ja. Jetzt gehen wir noch fix in die Küche. Guten Tag. Die Tür des... Ah, okay, ja, was? Okay. Okay, hier ist auch nichts mehr. In dem Zimmer war, glaube ich... Keine. Jetzt war, glaube ich, noch am Dachboden so ein junges Fräulein. Wir wissen nur die Leute, die hier sind, das Geheimnis, wie man die Tür öffnet. Schau mal. Hallo. Hä? Sind die Trolle oder was? Hm. Nein, eine Maus. Da ist Jessica Simmenter. Jetzt bin ich gerade überlegen. Bin jetzt nicht ganz sicher. Munchi durch. Okay. Ja. Jessicas Brief erhalten. Noch irgendwas? Nö. Anscheinend nicht. Aber hier kommen wir auf jeden Fall will ich hier rein, weil hier Dinger sind, wo ich plündern kann. Ich glaube nicht, dass der irgendwas mitnehmen kann hier. Und liest den. Ich weiß nicht, wer diesen Brief finden wird. Ah, vielleicht kommen wir jetzt etwas weiter. Wir schalten gleich wieder in den Turban, wenn ich wieder so am Kämpfen bin und sowas. Okay. Okay, die sind zum Essen. Das ist natürlich jetzt auch ein komischer Zufall, dass sie jetzt unten beim Essen sind, zufällig. Wenn der Typ mich nicht da vorne lässt. Wenn jetzt hier eine zweite Wache ist, krieg ich einen Rappel. Hallo, was machst du da? Ist klar. Kannst du momentan nicht reinlassen. Vielleicht kann ich mit der Oma reden, da die ein bisschen
besser drauf war, sozusagen. Die hat uns ja auch vor den Lagen, sozusagen, ja nicht gerettet, sondern sie auch in Schutz genommen, dass sie nicht mit uns kämpfen müssen. Mal gucken. Wo ist denn die Oma? Ist sie noch hier? Die ist noch da. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht kriegen wir was von denen raus. Ne? Warum kann ich einfach in so einen Brunnen reingehen? Hallo? Ich hab bestimmt eine erste Stadt machen können. Ich bin blöd. Okay, wenn die nichts wissen. Ich frag die nochmal, aber. Mist, wo krieg ich denn jetzt so ein komisches Geheimnis? Ich geh da einfach nochmal hin. Machen wir es ganz einfach, ich geh da hin. Und vielleicht mit allem Glück. Und Wahnsinn, werde ich erstmal hier übernachten. Sei es drum, wie es kommen wolle, ich werde es übernachten, damit halt mein netter Freund, der Genghis, erstmal aufgepäppelt wird. So, ich möchte einmal übernachten, nicht bis nachts, sondern komplett übernachten. Ach ja, so, dann gehen wir noch fix zurück. Nochmal, dass da uns jetzt irgendwas erwartet und wir da irgendwie reinkommen vielleicht. Weil wir haben jetzt, können wir vielleicht nochmal den Brief aufheben, oder? Okay, der muss benutzen. Mal gucken. Es kann ja Glück und selig sein, dass wir da weiterkommen. Und wenn, müssen wir gucken, dass wir doch vielleicht nochmal ins Zimmer zurück müssten. Und eventuell dann Schlüssel. Aber ich habe da jetzt keine Schlüssel gesehen. So, Anip, also die Maus hat mich jetzt sozusagen fast nur auf den Brief hingewiesen. Oh ja, übertreibst du noch unten, hä? Dankeschön. Das waren vier Stück, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist ja schon der D-Mann. Und tschüss. Was macht das für ein Täubchen, eine Gleitsession oder was? Ah, ich will nur dahin. Egal, wie schnell ich dahin komme. Ah. Na komm, gehen wir erst hier auf die beiden Pappnasen. Ah. Was hier platt? Na, vier Runden brauchen wir. Wenn wir gut dabei sind, verlieren wir jetzt noch 15 AP. Edge. Oh. Ich will es ja nicht herausfinden, was das bringt. Ich will auch nie herausfinden, was die neuen Monster alles können. Das ist für mich eigentlich schon fast ge zu gefährlich. Oh, Jenkins ist Level 10. Nice. 6 Talentpunkte. 1, 2, 3, 1. Haben wir jetzt 2 hinten. Jut ist. Oh, ich wollte noch Feuer. Feuer heilen, Feuer nicht heilen, Feuer heilen, Feuer nicht heilen. Ne. Eigentlich nicht. Oh nein, ich wollte doch nicht. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Gehen einmal noch eine kämpfen hier. Mich nervt das gerade etwas. Dann bist du jetzt halt. Hallo, kannst du nicht immer ausweichen? Du kannst auch mal nett sein und einfach mal sterben. Wie komme ich da jetzt am schnellsten rein? Vielleicht kann ich da diesen Berg hochlaufen, aber ich glaube auch nicht, dass es dann Level begrenzt. So nicht so einfach rein kann anscheinend. Und tot. Nein, eine Mini-Fliege.
Gut, ich gucke jetzt mal, ob ich da hochlaufen kann und sonst gehe ich nochmal in die Stadt zurück und 1, 2, 3 machen wir jetzt direkt hier hin. Zack. Da scheint ein Level begrenzt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Stadt wieder zurück und bis dahin, euer Flash-Shooter. Bis gleich.